Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Foundation. Eine neue Folge, in der der Bergfried gebaut wird. Obwohl wir keinen Berg haben. Ja, guck mal hier, das Holz ist ja schon komplett da. Was? Ach, weil wir hatten so viel Bretter vorproduziert. Guck mal, dann werden wir jetzt auf jeden Fall das Sägewerk wieder besetzen. Und unsere Dorfbewohner sind sowas von glücklich. Guck mal hier, hier wird... Oh. Berentin? Es ist ein Hexer? Was ist denn das? Ja, der Hammer. So, es fehlen noch zwei Werkzeuge. Die sind auf jeden Fall auch da. Und Virginia bringt die Werkzeuge. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass es keine Karte gibt, die Fluss und Berg beides... beinhaltet, also, ne? Ah ja, jetzt sind alle Werkzeuge da. Ist ja auch interessant, ne? Wird erst oben fertiggestellt, dann das Unterteil. Guck mal hier, kommt immer ein kleines Holzstückchen kommt dazu. Glück, Glück, Glück. So, wie sieht's denn aus an der Brotfront? 170 Brote und genügend vor Ort noch ein neues zu backen. Eisen haben wir auch. Kohle ist so ein bisschen... Naja. Fehlt ein bisschen. Steine. Konnte man eigentlich Steinwege machen? War das hier irgendwie Bestandteil? Ah. Moment mal. Können wir Sachen freischalten? Herrenhaus, Schatzkammer. Das heißt, wir können jetzt ein Herrenhaus aus Stein bauen. Was? Landkette? Zusätzliche Gebäudeteile? Hörte mal. Okay. Oh, warte mal, der Bergfried ist gleich fertig. Blutsch. Da ist er fertig. Können wir jemand... So, Königreiter hat ihren Schutz bemerkt. Und zum Militär... zu einer Militäraktion auffordern. Soldaten ausbilden. Oh, okay. Ah, hier. Ah. Jetzt kann ich hier Bewohner zu Soldaten machen. Haben wir denn so viele Arbeitslose? Ja, wir haben ein paar, ne? Otto. Female, Female, Female und Otto. Dann meist Nummer 5. Da kommen sie. Dann gucken die jetzt hier irgendwie oben raus, oder? Was ist denn hier los? Wie ist denn hier das Größenverhältnis? Muss Otto sein hier vorne. Okay. Krass. Okay, der Bergfried steht. Er wacht über unser Dorf sozusagen. Aber warum stehen die denn... Geht's jetzt gerade zu Tisch oder was ist los? Wo geht denn ihr hin? Die Dame mit den schönen grünen Augen. Und Otto.
Was ist denn da los? Okay. Ja, der Bergfried ist fertig. Wahnsinn. So. Wir haben aber hier Dinge freigeschaltet. Und zwar bei der ländlichen Kirche konnte man irgendwelche Gebäudeteile erweitern, wenn ich das richtig gesehen habe. Können wir denn hier was editieren? Ja, tatsächlich. Ein unbenanntes Teil. Was ist denn das unbenannte Teil? Das ist nochmal ein Turm, wa? So ein Doppelfenster. Was haben wir noch? Erweiterung B. Erweiterung B ist nochmal ein Turm und Erweiterung C ist nochmal ein Gebäudeteil. Bringt aber gar nichts. Also. Irgendwie, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es noch nicht so ganz überdacht worden ist, was man hier machen kann, oder? Kann das sein? So. Just saying. Weil. Die Erweiterung bringt einen gar nicht weiter, ne? Das unbenannte Teil bringt einen eigentlich auch nicht weiter. Mindestens drei. Erweiterung A ist ein Turm. Den kann ich auch nicht oben drauf setzen, sodass man sagen würde, es macht Sinn. Ist alles nur optisch, ne, dass man diese Kirchen erweitert. Ja, dann lassen wir das so. Das ist ja völliger Quatsch. Also wir müssten halt praktisch noch einen Flügel dran bauen an die Kirche. So, vielleicht in diese Richtung oder so. Oder hier oben halt in... Da hat jemand Mist gebaut und hat nicht den Bewohnern gesagt, so geht das nicht. Wir können höchstens in diese Richtung noch erweitern, aber ich glaube, das geht auch nicht, weil hier kein Erweiterungsslot möglich ist. Gut, im Endeffekt können wir auch noch eine Kirche bauen. Es ist halt ein bisschen komisch, dass in einem Dorf mehrere Kirchen stehen. Also klar, vielleicht für verschiedene Glaubensrichtungen. Aber so eigentlich wird so ein kleines Minidorf, was wir haben mit 80 Einwohnern, hat ja bestimmt nicht 12 Millionen Kirchen dazu. Macht irgendwie keinen Sinn, ne? Ja, wir können ein Herrenhaus aus Stein bauen. Jetzt ist die Frage, kann ich denn hier so ein Haus editieren und kann sagen... baue jetzt aus Stein... Ach, das ist ja interessant. Moment, ich kann die Geschichte erweitern. Ich könnte das jetzt hier, wir könnten so einen Vordereingang aus Holz machen und dann hinten aus Stein. Das Vogtbüro. Das ist aber wie so ein Eckteil, ne? Das ist natürlich nicht so geil. Das ist Holz. Wie mache ich denn... Mach Stein. Mach nicht Holz. Steinkern. So, den können wir zum Beispiel... Wir können den hier hinten dran flanschen. So. Machen wir auch. Das machen wir ein bisschen höher. Mindestens so. Ja. Genau. Dann machen wir eine Steinerweiterung hier hinten dran. Zack. So langt's. Und haben wir noch eine kleine Schatzkammer. Das ist aber alles Holz, ne? Schatzkammer, hier. Das ist nämlich die Schatzkammer. Die machen wir hier ran. So. Guck mal. So schaut das doch gut aus. Jetzt ist nur die Frage, das Vogtbüro. Sieht doch alles Mist aus. Problem ist, dass das hier so ein Eckding ist. Nee. Na gut, man könnte es so machen. Warte mal, wir könnten aber den Turm nehmen. Dann das Vogtbüro. Der Vogt könnte zum Beispiel... Der könnte so in die Richtung gucken, dass wir hier das Vogtbüro so dran setzen. Genau, aber dass er vielleicht so guckt, in die Ecke. Müsste doch auch mittig gehen, oder? Jo, geht. Und dann kriegt der Vogt an die Seite
diese Schatzkammer dran. Ja. Zack, zack. Lutsch, aber das ist doch nicht... Ist mittig? Dort ist mittig. Okay, das geht. So. Oh, das ist aber jetzt nicht schön. In die Mitte dran. Zack, so. Oder? Nee, das gefällt mir nicht. Das Mittelstück kommt. Das kann ich nicht rausnehmen. Kann ich das mal kurz hier wegnehmen? Nein! So, jetzt. Oh, ich krieg Pickel. Jetzt. So. Nice, too much. So. So langt das. Machen wir einen Turm nochmal ins Höhe. So. Dann haben wir die Schatzkammer. Jo. 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 Da bin ich mit zufrieden. So. Und dann brauchen wir nur noch Türen. Ist aber wieder aus Holz. Hm. Ja. So bin ich zufrieden mit. Bin ich sehr gespannt, was dabei rumkommt. Pff. Das wird sehr interessant. Auf jeden Fall haben wir dann Alt- und Neubau da drin und der Neubau ist halt das Holz. So, was will er denn haben? Wir sollen 30 Bären liefern. Ja, genau. Und zwar, wir brauchen noch bei ihm, da brauchen wir 50 Bürger. Hier, Jagdhütte. Ich würde das gern für das Königreich machen. So, dann können wir nämlich hier noch freischalten, oder? Nee, können wir nicht, weil uns der Fame fehlt. Warum fehlt uns da der Fame? Hm. Muss wahrscheinlich noch mehr kommen. Auftrag abgeschlossen. Jo, haben wir geschafft. Na gut, egal. Wird schon. Ah, guck mal. Oh Gott, wie schnell bauen die denn hier auf? Das ist ja der Wahnsinn. Hm. Okay. Das ist ja wirklich, die sind ja wirklich fix. So, was haben wir noch gebaut? Haben wir noch irgendwas gebaut in der Zeit? Wir sind jetzt fast 80 Bewohner. Wir haben eigentlich genügend, oder? Ein bisschen Glauben fehlt. Hm. Ich weiß jetzt nicht, wir können ja nur durch den Kern die Kirche erweitern. Ob ich eventuell hier noch einen Kern dranhänge. Das mache ich. So. Genau. Und da haben wir einen Eingang, da haben wir einen Eingang. Da machen wir noch einen Eingang auf die andere Seite. Waren das die? Sehr gut. Ja. Dann sind wir zwar über den Weg drüber weg, aber die können ja auch außen rum gehen, ne? Werden sie wahrscheinlich auch machen. Gehe ich mal davon aus. Hat man nicht von hinten schon mal so eine Situation, wo ich einen Weg zugebaut habe? Ja, hier, genau, hier war das. Ich glaube, hier ging die hier direkt durch, oder? Ich glaube, das hat sich verändert. Hm, mal gucken. Zufriedenheit wird sich bald... Das wird sich bald akklimatisieren. Nochmal zwei Bewohner, oh Gott. Sieht zwar ein bisschen komisch aus von dem Bau, aber ich finde das gar nicht so schlecht. Das kriegen wir schon. Das wird schon gut werden.
Das ist aber ein Holzeingang zu einem... Egal. Patchwork-Herrenhaus. Das passt schon. Wie schnell die sind im Bauen, oder? Das haben die auch geändert. Ich meine, wir müssen mal überlegen. Wir sind jetzt bei Folge... Es müsste Folge 9 oder sowas sein. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir wesentlich länger gebraucht. Also das Spiel ist insgesamt irgendwie beschleunigt worden von dem, was man erreichen kann. Weil wenn man sich jetzt mal anguckt... das ist falsch. Hier, klar, wir können jetzt noch ein bisschen anfangen, Zäune zu ziehen, Ziersträucher, Zierbäume und. Aber von den Möglichkeiten, die wir hier bauen können, haben wir eigentlich alles erreicht. Bis auf die Steinbrücke, weil uns noch 8 Bürger fehlen. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Köhler? Hat der Kohle? Nee. Wir machen daraus die ganzen Werkzeuge, ne? Für die. Ne, wir haben 43 Werkzeuge. Ist auch wieder so ein Ding. Das ist irgendwie noch im Ungleich. Es ist, Andaras, hi. Das ist irgendwie noch ein Ungleich. Wie sagt man? Ungerechte Verteilung? Ne, ungleichmäßige Verteilung der. Der Geschwindigkeiten, weil zum Beispiel das Brot, nehmen wir das Beispiel mal. Früher war das Brot ein großes Problem, jetzt haben sie praktisch das in die andere Richtung verkehrt. Jetzt hast du praktisch Mehl und Weizen im Überfluss und Brot eigentlich auch. Also man könnte natürlich mit handeln, aber ich sehe den Sinn nicht im Handeln. Eventuell irgendwie, um noch an Sachen ranzukommen. Ich habe keine Ahnung. Oh, das Herrenhaus ist fertig. Nice. So, da kam von der Regie, hier fehlt irgendwie noch ein Kamin. Das sollten wir auf jeden Fall noch machen, ne? So, Kamin. Wo setzen wir den Kamin drauf? Da. Mittig. Kann man den jetzt irgendwie noch editieren, den Kamin? Ne, man kann ihn nur setzen. Geht der denn wirklich nur auf dieses Mittelteil? Das sieht so aus. Außen oder in der Mitte? Wir machen mal zwei. Komm, wir machen zwei. Die brauchen gute Heizungen, weil es kommt zwar kein Winter, aber nee, das sieht irgendwie blöd aus. Nee. Wir machen doch in die Mitte. Oder wir lassen einfach so. Mitte, 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 Mitte. Wir lassen das so. Wo beginnen? Na gut, das gibt jetzt natürlich einen aufwendigen Bau, ne? Einen Kamin da hochziehen. Ich finde es aber schön, dass das Dorf so im Wald so ein bisschen liegt, ne? Dass das hier wie so eine Schneise ist, wo auch ein bisschen... Hier zum Beispiel wurde angepflanzt, ne? Hier hat ja der Förster hat ja praktisch hier die Bäume hingesetzt. Teilweise ja am Anfang auch ins Wasser, wo ich den Bereich nicht begrenzt hatte. Oh, guck mal, die Kirche ist fertig. Das heißt, hier müssten 60 Leute reinpassen. Jo. Ja, das geht doch. Guck mal, ach, guck mal, die haben direkt den Weg außenrum begonnen. Und das ist doch okay. Herrenhaus ist auch fertiggestellt, hat einen Kamin. Wir müssen nicht mal an Rauchgasvergiftung sterben. Das ist schon mal super. Das freut mich. So, jetzt haben wir eigentlich alles soweit fertig. Oh, guck mal hier. 1800 Credits können wir praktisch bekommen. Es ist jetzt, was so ein bisschen das Problem ist gerade... Man hat jetzt alles im Überfluss. Also ich wüsste jetzt nicht, warum sollte ich Handel betreiben, ne? Weil Geld ist Geld. Geld ist da. Meine Bewohner sind mehr als glücklich, weil ich alle Bedürfnisse abgedeckt habe. Von den möglichen Bauten, die ich habe, können wir jetzt noch eine Steinbrücke irgendwie freischalten. Und hier kommt noch was. Ah, es liegt an den Bürgern, die wir brauchen. Das heißt, wir geben mal das Hanf frei. Moment. Sehe ich eigentlich, wie viele Bürger ich habe? Ein Bürger habe ich. Ach so, ich habe nur den einen. Und wir brauchen 8 Stück. Beziehungsweise 10. 5, 6. Na gut, wir warten erstmal. Nicht, dass sie uns jetzt die Haare vom Kopf fressen, ne? Wurde der Schneider ausgebaut oder war der schon immer so groß? War der schon immer so riesig, der Schneider? Oder wird auch der Schneider irgendwie evolven?
guck mal hier, hier wird's Haus umgebaut. Hier wird ein normales Wohnhaus. Ja. Wir haben 47 Werkzeuge. Ach, ist das geil. Cool. Das sieht bestimmt auch gut aus, wenn dann die ganzen Gebäude auch zu diesen großen werden. Wobei ich jetzt gerade sehe, wenn ich mir so ein bürgerliches Haus hier anschaue, von der Höhe, dann ist das ja im Verhältnis zu so einem, dann ist das Ding ja lächerlich klein, ne? Da kommt der Feind an und sagt, haha, ich mach euch platt. Hier könnte man mit Mauern noch arbeiten, Holzwände. Aber das will ich nicht. Nee. Das ist ziemlich flach. Wie sieht das eigentlich hier aus? Haben die hier... Ach, guck mal, hier steht ein Tisch drin. Wie schön, wie detailliert. Okay. Ah, hier entsteht das Haus. Virginia der Baustelle zugewiesen. Warum bringen die denn nicht die Werkzeuge? Habe ich die vielleicht, weil ich die nirgendwo eingelagert habe? Boah, wir haben 188 Bären. Seit die Brot haben, haben wir nichts mehr. Was? Oh, wie krass. Warte mal. Mit Rechtsklick entleeren, hat mich jemand gesagt. Und dann lagern wir hier Werkzeuge ein. So. Ja, cool. Das sind nämlich die Häuser. Die sind ganz schön hoch, ne? Das ist ja fast doppelt so hoch wie so ein normales Wohnhaus. Das heißt, das Verhältnis aus diesen... Das passt irgendwie nicht so ganz. Das könnte viel, viel größer sein hier. Pff, was wir auch in Kohle haben. Weißt du was? Wir kaufen jetzt mal ein bisschen Land. Wir kaufen neues Land ein. Oder? Nee, machen wir in der nächsten Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Foundation. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.